Sehr gut. Erstes Rennen Italien, Misano, lief tatsächlich sehr, sehr gut. Wir hatten schon eine gute Zeit. An einigen Kurven könnte man noch ein bisschen dran feilen. Ich glaube, das werden wir uns noch mal anschauen. Wir werden noch mal so ein bisschen üben, wir werden noch mal schauen, wie geht das mit der Ideallinie richtig, wo kann man noch mal ein bisschen mehr in die Kurve reinstechen und dann im Endeffekt auch noch eine bessere Zeit rauszuholen. Abdullah hat eine sehr gute Linie in Misano gefahren. An manchen Stellen haben wir noch mal geschaut, wo geht man in die Kurve rein, wo ist der richtige Bremspunkt, wo muss man dann auch den Ausgang treffen. Und das haben wir in Oldenzaal noch mal trainiert mit einem Kart. Und es hat tatsächlich sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch mir noch mal zusammen über eine Strecke zu fahren und da den Tag zu verbringen. Nach Misano hatte ich die Freude, mit Simon auf der Kartbahn wieder zu sein. Wir haben sehr viel Ideallinie geübt, haben uns auch ein bisschen über Regen, schlechte Konditionen und so weiter unterhalten, haben auch uns ein bisschen beraten, was wir dann beim Thema EBS machen, was passiert im Notfall, wie reagieren wir drauf und so weiter und so fort. Tatsächlich war die Stimmung vor dem Record Run in Polen großartig. Wir haben uns gefreut. Wir wollten, dass es weitergeht. Dann war allerdings der Zeitpunkt, wo das etwas umgeschwenkt ist. Tatsächlich haben wir gedacht, dass die Regenfälle von Misano ein Ende haben. Allerdings waren wir am Flughafen eingecheckt, wir saßen am Gate und dann kam die Meldung, der Flug wurde gecancelt und auf den nächsten Tag umgebucht. Das heißt, wir sind alle wieder zurück, alle noch mal eine Nacht zu Hause übernachtet und dann am nächsten Morgen, wohlgemerkt um 3 Uhr, zum Flughafen, dort dann den ersten Flieger genommen. Und zum Glück hat sich die Wetterlage tatsächlich beruhigt. Das schlimmste Wetter war eigentlich in Deutschland und nicht in Polen, aber nicht vergleichbar mit Misano. Auf der Strecke in Polen gab es Herausforderungen. Die Brückenhöhe war auf 3,80 Meter begrenzt und unser Fahrzeug ist natürlich irgendwo in Richtung 4 Meter unterwegs. Das hatte auch die ETRA schon vorher mit uns besprochen. Allerdings wollten wir uns das vor Ort auch nochmal anschauen, ob man vielleicht doch irgendwie eine Möglichkeit findet, durchzukommen. War uns aber klar, dass das nicht wirklich funktionieren würde. Wir haben es uns angeschaut und haben dann gesagt, okay, welche Möglichkeiten gibt es? Wir können Sektorenzeiten nehmen und damit dann auch einen Record Run simulieren. Tatsächlich die Zeiten jetzt. Du hast dich fast überall verbessert. Ja, wir mussten ja kreativ sein, aber das Schöne ist, es ist ja Teamarbeit. Wir arbeiten mit unseren Partnern generell sehr, sehr gut zusammen, eben auch mit dem Team von Krone. Und deshalb konnten wir uns dann darauf einigen, dass wir leider keine gesamte Runde machen können, dafür einen Zeitensektor. Das heißt, von Startziel bis zur ersten Zeitenschleife. Und von dem her ist dann sozusagen hier ein Rekordrun aufgestellt worden. Nürburgring ist natürlich für uns ein Heimspiel, Deutschland. Und genau da möchten wir natürlich performen. Für mich ist es immer ein Familientreff der ganzen Branche.
Und ich finde das immer toll, dort in den Austausch zu kommen mit den verschiedenen Fahrern. Die bringen meistens auch ihre Familien mit. Und genau da wollen wir uns natürlich auch von unserer besten Seite zeigen. Und das ist jetzt so die Möglichkeit, wo wir jetzt wirklich eine ganze Runde in den Asphalt brennen können. Der Nürburgring ist geografisch richtig nah bei uns. Und ich freue mich schon, dass wir sozusagen auf unserer Heimatstrecke fahren werden.